Heide Koch, die Deutsche Oper am Rhein ist, das hat mittlerweile, glaube ich, jeder gehört, hier in Duisburg gefährdet. Der Verwaltungsvorstand der Stadt Duisburg hat vorgeschlagen, dass der Opernvertrag gekündigt werden soll. Aber ihr seid nicht ganz tatenlos und ich weiß, dass du eine Einladung für den 31.05. auszusprechen hast. Ja, die Einladung kommt nicht von uns, sondern die kommt von unseren Freundeskreisen. Es gibt den Freundeskreis der Deutschen Oper am Rhein, die Ballettfreunde, den Freundeskreis der Duisburger Philharmoniker und die bürgerliche Initiative Pro Duisburg. Und diese Institutionen, Organisationen laden ein am 31. Mai 19 Uhr in dieses wunderschöne Theater. Dort werden unsere Ensembles auftreten mit kurzen Darbietungen, also sowohl die Oper mit Chor und Solisten, die Duisburger Philharmoniker. Das Ballett müssen wir per Video zuspielen, denn die tanzen zeitgleich in Düsseldorf. Das ist unser Charakter, dass wir immer in zwei Theatern gleichzeitig spielen. Das ist unsere Besonderheit. Und wir haben einige prominente Gäste. Ja, ein Name ist heute aufgetaucht. Ich meine jetzt von den prominenten Künstlern auch, die da sind. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr glücklich sind, dass Frank-Peter Zimmermann, der berühmteste deutsche Geiger wahrscheinlich zurzeit, zugesagt hat zu kommen. Er ist Duisburger, er möchte für uns sprechen. Er wird also nicht spielen, sondern reden. Und natürlich haben wir noch einige Menschen dabei, die etwas zur Kultursituation in Duisburg und in NRW sagen können. Christian Esch ist da vom Kultursekretariat NRW. Herr Lohmann, der Chef des Landesmusikrates NRW. Die beiden Kulturdezernenten unserer beiden Städte. Eine Schülerin vom Hildegardes-Gymnasium, die unsere engste Partnerschule hier in Duisburg ist. Also und wir haben Stefan Keim als Moderator gewinnen können, der bekannte Journalist, der sich mit der kulturellen Lage in ganz Deutschland bestens auskennt. Also es wird eine interessante Veranstaltung. Leider dürfen wir nur so viele Plätze anbieten, wie das Theater Plätze hat. Und deshalb empfiehlt es sich, frühzeitig zu kommen. Um 18 Uhr ist Einlass. Dann vielen Dank dafür. Aber mir fällt gerade ein, es gibt auch noch eine gemeinsame Sitzung der beiden Kulturausschüsse. Wann findet die denn statt? Die ist am 5. Juni um 15 Uhr, 5. Juni, 15 Uhr, da drüben in der Mercatorhalle. Ich weiß noch nicht, ob in der kleinen oder in der großen. Das ist eine öffentliche Sitzung und wir werden auf jeden Fall da sein. Also mit anderen Worten, jeder, der möchte, hat genug Gelegenheit, der Deutschen Oper am Rhein seine Unterstützung zukommen zu lassen. Ganz genau, danke.